Es ist unglaublich warm heute und ich musste mir jetzt erstmal ein schattiges Plätzchen suchen, um das Video zu drehen. Denn das möchte ich gerne machen aus halbwegs aktuellem Anlass. Und zwar war die letzte Nacht wahrscheinlich auch aufgrund der Wärme unfassbar anstrengend für mich. Also ich lag wirklich ewig lange wach und als ich dann mal eingeschlafen bin, hatte ich einen Albtraum, bin gleich wieder aufgewacht und lag dann nochmal 5, 6 Stunden wach und habe mich wirklich im 30-Sekunden-Takt von links nach rechts gewälzt. Also es war eine grauenvolle Nacht und ich hatte auch während der ganzen Nacht seit dem ersten Aufwachen einen unfassbar lauten Tinnitus im Ohr. Nicht nur einen, bestimmt ein halbes Dutzend verschiedene Töne, weil ich einfach so gestresst war und die mich auch wiederum gestresst haben und den Stress verstärkt haben und was wiederum die Töne verstärkt hat. Und das ist auch schon der Punkt, den ich gerne ansprechen möchte in dem Video. Nämlich, dass man den Tinnitus durchaus auch als, ja, so blöd das jetzt klingt, als eine sinnvolle Funktion betrachten kann. Im Grunde können wir Tinnitus-Betroffenen froh darüber sein, dass sich Stress im Tinnitus äußert. Das betrifft unter anderem auch die Derealisation. Ich packe es mal in beide Playlists rein, weil beide Sachen, sowohl die DRDP als auch der Tinnitus, nämlich als, ich nenne es mal, Stressindikator benutzt werden können, als Messgerät, als euer internes eingebautes Messgerät für Stress, das der Körper nutzt, um euch ein Feedback zu geben, um euch zu sagen, hier, jetzt ist irgendwas, irgendwie ist die Situation nervig, irgendwie bist du nicht entspannt, irgendwas haut nicht hin, du bist gestresst und schon pfeift's oder schon wird die Welt unrealistisch. Im blödesten Fall, wie bei mir, passiert beides. Wobei ich sagen muss, dass der Tinnitus momentan belastender ist oder zumindest in der letzten Nacht belastender war. Ich war ja eigentlich schon einige Wochen frei von Tönen im Ohr und hatte nur minimal immer mal Geräusche, die mich nicht mehr gestört haben. Aber die letzte Nacht war wirklich fürchterlich. Wie gesagt, ich hatte ein halbes Dutzend Töne auf dem Ohr, die wirklich unfassbar unangenehm waren. Ja, muss ich mal kurz pausieren, geht gleich weiter. Aber wie gesagt, ist für mich relativ klar gewesen, warum das so war, durch diesen Stress, den ich in dem Moment hatte. Und das war einfach so eine Spirale, die sich dann, so Dinge, die sich gegenseitig wieder verstärken. Wie schon gesagt, man macht sich mehr Gedanken darüber, dass wieder irgendwas nicht stimmt. Das verstärkt den Stress, der Stress verstärkt die Sache, die nicht stimmt und so weiter. Abwärtsspirale, ihr kennt das Phänomen ja inzwischen. Aber ich versuche momentan, auch wenn es mir nachts sehr schwer fällt, aber ich versuche, wenn mir sowas passiert, so ein bisschen innezuhalten und in mich reinzuhorchen und zu gucken, wenn es nicht gerade offensichtlich ist wie letzte Nacht, was könnte jetzt gerade sein? Warum ist mein Tinnitus jetzt wieder lauter? Warum ist meine Derealisation jetzt wieder stärker? Was könnte mich gerade stressen? Ist es die Situation, in der ich bin? Ist es, weil ich allgemein überlastet bin und vielleicht mal raus muss, Urlaub brauche, dass mich irgendwas nervt, dass ich unzufrieden bin. Manchmal ist es sogar ein Indikator für schlechtes Essen, schlechte Ernährung, habe ich gemerkt. Also wenn ich merke, dass es mir nach Mahlzeiten irgendwie im Bauch rumgeht, und da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann schlägt sich das auch im Ohr nieder. Also es ist für mich inzwischen, auch wenn es immer wieder belastend ist, wenn es denn mal auftaucht, genauso zu einem Werkzeug geworden, um zu erkennen, dass irgendwas nicht stimmt und für mich zu einem Signal, um innezuhalten und zu gucken, was haut jetzt nicht hin mit der Situation, was möchte ich ja gerne, was kann ich ändern, damit ich mich wohler fühle in der Situation und zu einem, ja, wie gesagt, zu einem Messgerät für Stress. Und vielleicht ist das was für euch auch funktioniert, dass ihr einfach guckt, was ist eigentlich gerade nicht in Ordnung in diesem Moment? Warum habe ich gerade Stress? Warum ist mein Tinnitus stärker? Und dass ihr das vor allem auch wahrnehmt und dementsprechend handelt, ne? Also viele Leute neigen ja dazu, das dann zu ignorieren, um weiter arbeiten zu können, weiter den Haushalt machen zu können, sich um irgendwas zu kümmern, sich gerade streiten zu können mit irgendjemandem. Die ignorieren das dann, schieben das weg von sich. Und denken, nee, die andere Sache ist jetzt gerade erstmal wichtiger und ich muss mich darum kümmern. Dabei kann das ein
Warnsignal vom Körper sein, was sozusagen euch sagt, es ist kurz vor 12. Also es kann auch schlimmer werden danach. Ja, seid froh, in Anführungszeichen, wie gesagt, dass ihr den Tinnitus oder die Derealisation habt, die euch dieses Signal gibt. Manche Leute kriegen vielleicht gleich einen Herzinfarkt und fallen um. Manche Leute kriegen vielleicht irgendwelche anderen Sachen, oder haben andere Warnsignale des Körpers, die vielleicht stärker sein können und bedrohlicher als der Tinnitus und die Derealisation, die ja abgesehen von ihrer Belastung erstmal keine direkte keine direkte lebensbedrohliche Sache sind. Es ist unfassbar, wie viele Autos hier langkommen, obwohl ich hier eigentlich in einem Waldweg stehe. Tja, was ist denn los? Ja, und die bringe ich auch komplett aus dem Konzept jedes Mal. Okay, also versucht vielleicht mal euren Tinnitus als euren kleinen Helfer zu sehen, der euch in extremen Situationen, kurz bevor es vielleicht kippt, eine Warnung gibt. Hier, fahr dich mal zurück, schalt mal einen Gang runter, etc. pp. Und selbes gilt für die Derealisation, wenn ich es nicht schon genannt habe, eben. Versucht diese Dinge oder von mir aus auch ganz andere Signale eures Körpers. Manchen Leuten schlägt das dann auf den Magen-Darm-Trakt. Manche kriegen irgendwie Schweißausbrüche oder Herzrasen oder irgend sowas. Also versucht, solche Signale zu deuten und nicht zu ignorieren, sondern als Warnsignal eures Körpers wahrzunehmen und zu versuchen herauszufinden, was ihr tun könnt, damit es euch mit dieser Sache, dass es euch besser geht. Also ihr merkt das ja, wenn der Tinnitus oder DDR dann nachlässt und ihr entspannter seid, was ihr getan habt, um das zu erreichen. Und daran solltet ihr euch halten und versuchen, euer Leben dahingehend ein bisschen umzubauen. Ja. So, das wollte ich dazu sagen. Und wie immer freue ich mich über Feedback, wenn das für euch was gebracht hat, wenn das hilfreich für euch war, wenn ihr was mitnehmen konntet aus der Sache, aus der ganzen Geschichte. Ja, bis dahin.